die Manpower, die Gewalttätigkeit, die wir damals ausgeübt haben über das Charter oder sein Charter, ich natürlich auch mit, war nirgendwo in Deutschland zu finden. Von Mordfällen bis Sprengstoffanschlägen, von versuchten Morden, von BTM-Handel, Steuerhinterziehung, Musikerverhältnissen, Großfamilienverhältnissen, Waffenhandel, Ausland, Inland. Wenn du in diesem Clubleben drin bist, da gibt es keine Kooperation, keine Aussagen, nichts. Selbst wenn ich sehe, wenn jemand erschossen wird und ich damit nichts zu tun habe, sage ich nichts. Das heißt, es gibt keine Aussagen bei der Polizei, außer dass ich der und der bin und so alt bin und das ist meine Adresse. Das war's. Und dann kommt ja irgendwann das Urteil. Lebenslänglich, 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 lebenslänglich. Irgendwann kommt der Point, okay, gehst du jetzt hier völlig den radikalen Weg weiter oder versuchst du jetzt hier den Absprung zu schaffen?